Moin Moin, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sondeln, endlich mal wieder. ja, nein, wir gehen nicht hier in den Wald, nein, wir gehen hier auf den Acker. Die letzten Tage war es wirklich einfach sowas von beschissen hier, das Wetter. Und deswegen kann ich auch erst jetzt wieder raus quasi. Ich hoffe, wir kommen in den Boden rein, aber es gab eigentlich diese Nacht keinen Bodenfrost. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns erstmal beim ersten Fund. Signal Nummer 1. Ich glaube fast, es ist draußen. Ja, es ist draußen. Ich habe es auch schon gesehen. Oh, mal da. Es ist Müll. Ach so, Leute. Was ich noch gar nicht erwähnt habe. Es tut mir leid, ja. Ich muss mich erstmal bei euch bedanken, ja, für über 300 Abonnenten. Erstmal bedanken für über 300 Abonnenten, ja, was wirklich schon richtig, richtig heftig ist. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich wollte das immer mal angesprochen haben, ich habe es aber irgendwie immer wieder vergessen, in den Folgen mal anzusprechen. Jetzt habe ich es angesprochen. Wir wachsen, Leute, wir wachsen, wir wachsen, wir wachsen. Das finde ich super, freut mich sehr. Ich sage, wir gucken jetzt den Fund an. Okay, es ist Müll. Sagen wir, gucken mal rein, wollte ich gerade sagen. Aber dann ist das Signal schon hier. Kann er denn sein hier? Stein. Alles klar. Es ist irgendetwas. Ich habe keine Ahnung was. Müll. Nee, es könnte. Nee, Müll ist es nicht. Es ist Schlacke oder sowas. Naja. Auf jeden Fall nichts Interessantes. Okay, wir haben hier jetzt sogar zwei Signale. Einmal hier, wo ich jetzt bin, ja, könnt ihr sehen hier, und einmal da, wo ich mit meinem Fuß ein bisschen schon gekratzt habe. Beides sind ungefähr dieselbe Tiefe, 5 Inch. Es ist nicht tief, aber es ist schon draußen. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber ihr seht es, ja. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das sein könnte. Wir gucken mal jetzt gleich das andere Signal da hinten. Ich habe keinen Plan, ich lege das mal hier neben. Weil ich glaube, hier ist jetzt sonst nichts mehr. Im Hintergrund hört ihr noch einen Kunstflieger. So, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Signal. Und das war nämlich hier. Auch ungefähr so 5 Inch tief. Vielleicht ist es schon draußen, wenn wir Glück haben. Ja. Hier ist es. Ist
auch wieder irgendein komisches Metallteil. Sieht auch wieder aus wie ein Splitter. So könnte man es nennen, ja. Ob ihr es glaubt oder nicht, ja, aber mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass dieser Acker hier mehr als müllbelastet ist. Vor allen Dingen stinkt das so derbste hier aus diesem Loch. Das kann aber auch daran liegen. Ja, alles klar. Ach, Mann. Was haben wir hier? Ja, wie soll man das beschreiben? Es hat was mit Kabelmanagement zu tun. Ja. Da dürfte vielleicht, glaube ich, gar keine mehr drin sein. Nein. Aber ihr könnt sehen, ja, das ist etwas vom Kabelmanagement. Gut. Ja, was ich auch noch sagen wollte, einerseits freue ich mich, dass ich wieder draußen bin, ja. Vor allen Dingen, dass das Wetter auch relativ gut ist. Ja, zwischendurch kommt die Sonne mal raus, aber es ist auch warm. Also mir ist tierisch warm. Ihr seht ja, ich habe noch meine Jacke an, ja. Puh, naja. Müll. Müll. Hier könnt ihr die scheiß Folie sehen. Ja, ein Signal, was dann doch mit der ersten Schaufel schon hier rauskam, ist nicht dieser Schein hier. Nein, ihr könnt es vielleicht schon sehen. Und zwar ein Schrotlindenboden. Ja, ist doch mal etwas bessere Fund, finde ich. Ihr könnt sehen, Kaliber 16 ist das. Man sagt mir ja, habe ich schon öfters mal gesagt, dass die Zahlen hier nicht das Jahr sind, sondern das Kaliber. Es wird ein bisschen windig, da kommt aber blauer Himmel. Ich bin gespannt, wie viel ich hier noch schaffe. Ja, wir haben wieder ein neues Signal. Das war jetzt um die 58 das Signal. Und wir haben dauernd Objekte oder Funde, sage ich jetzt mal so, die ich einfach nicht zuordnen kann. Wo ich einfach nicht weiß, was es mal gewesen ist. Ah, ich weiß, was das hier mal war. Ich glaube, mit meiner Theorie liege ich nicht ganz falsch. Und zwar könnte das hier mal ein Stück von einem Löffel gewesen sein oder einer Gabel oder was weiß ich was. Weil es ähnelt so ein bisschen hinten, vorne ziemlich spitz und hinten etwas breiter. Ja, das könnte möglich sein. Korrigiert mich, wenn ihr es vielleicht besser wisst, was es gewesen sein könnte. Aber ich habe definitiv gerade nur diesen Gedanken im Kopf, dass es mal vielleicht von einem Löffel, Gabel, was auch immer hätte sein können. Und da kommt gerade ein Flugzeug, das hier irgendwie Rundflüge macht. Müll. 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 Ich glaube, das ist der pure Wahnsinn hier auf dem Acker. Weil, ja, bisher nichts Spannendes. Außer halt einen Schrotflintenboden, den ihr in der letzten Folge gesehen habt. Ja. Was soll ich da großartig zu sagen? Der Schrotflintenboden, der war echt cool, aber ansonsten bisher nur Müll. Was ich noch ansprechen wollte, und zwar bin ich am 16.06. in Dormagen auf der Rallye und ja, da bin ich nämlich zu eingeladen worden von DTI. Nochmal vielen Dank, freut mich sehr. Ich werde auf jeden Fall kommen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Da wird es natürlich auch ein Video drüber geben. Definitiv. Und ja, mal schauen, wen man da alles so trifft. Also mit Sicherheit auch bekannte Gesichter, die man so aus dem Internet nur sieht.
Ja, wie zum Beispiel den Sondengänger. Servus, Grüße an dich, Heiko. Oder der Sim, auch Grüße an dich. Mal schauen, wen man da alles so treffen wird. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Das würde super, super geil sein. Da, ja gut, es ist Juni, ja. Vielleicht hat man ja Glück. Es ist quasi mitten im Sommer, ja, wenn wir bis dahin besseres Wetter mal kriegen. Und ja, ich lasse mich überraschen, wie es wird. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall noch eine Bahn ziehen auf 2 und dann mal schauen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas Schönes, weiß man ja nicht. Man hat ja keine Röntgenaugen. Also ich zumindest es nicht. Wir haben mal wieder was. Ich habe aber den Acker gewechselt. Und was haben wir hier? Das sieht ja mal geil aus. Das sieht mega aus. Boah, wie geil sieht das denn aus? Guckt euch das an. Ich habe keinen Plan, was es ist. Oder was ist es? Vielleicht könnt ihr mir ja sagen, was das sein soll. Ja, aber es sieht mega aus. Das sieht echt mega geil aus. Ich bin gespannt, was das sein könnte. Es könnte möglich sein, dass das vielleicht ein Stück von einem Gürtel ist. Könnte möglich sein, ich habe keine Ahnung. Der Acker hier gefällt mir. Auch wenn hier noch drauf gearbeitet wird, aber ein bisschen ist schon abgeerntet. Und auf dieser Spur bin ich. Ich habe einen Acker gewechselt. Und siehe da, man kann dann doch was mal rausholen. Finde ich gut. Ja, also jetzt kommen wir nochmal zur Fundzusammenfassung. Allgemein zur Fundzusammenfassung für heute. Ihr seht, es ist sehr, 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 sehr viel Müll dabei, ja. Die einzigen coolen Sachen sind wirklich einmal diese, ja, wie soll man sagen hier, Schrotflintenboden und dann einmal dieses Teil hier, wo ich, wie gesagt, noch keine Ahnung habe, was es sein könnte. Für mich sieht es aus wie ein Stück von einer Gürtelschnalle eventuell, aber dann müssen wir nochmal genauer gucken. Und der Rest, ja, das ist ziemlich lustig hier, weil ich sowas noch nie hatte. Wenn ihr wisst, wie das heißt, ist es auf jeden Fall Kabelmanagement. Aber wenn ihr wisst, wie das heißt, schreibt es mal bitte in die Kommentare hier. Weil ich habe keine Ahnung, wie das heißt mit diesem runden, mit dem Loch in der Mitte. Es ist auf jeden Fall für Kabel gedacht. Ja, und das Teil hier, wo ich gedacht habe, das sieht aus wie so ein Stück für einen Löffel. Oder Messer oder Gabel oder was auch immer. Ja, und der Rest ist halt einfach nur Müll in dem Sinne. Ja, Dosendeckel, Tuben, Halsteile, ja, Stück von der Wurstpelle hier. Aluminium, hier auch nochmal Abziehlasche, ein Stück, keine Ahnung was, alles teilweise unidentifizierbar, was es ist. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich in der Endcut. Ja, in der Endcut, Leute. Tut mir leid, dass diesmal nicht viel bei rumgekommen ist. Ich hoffe dennoch, dass euch das Video gefallen hat, die Folge gefallen hat. Und wenn ja, drückt natürlich wie immer ein Däumchen hoch, schreibt was in die Kommentare. Und abonnieren nicht vergessen, ist natürlich wie immer kostenlos. Und damit ihr auch nichts mehr verpasst, die Glocke aktivieren. Und ich denke, es ist alles gesagt. Schaut doch mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr, wenn ich Livestreaming mache, einen Link, wo ihr mich so ein bisschen unterstützen könnt. Man macht das nicht gerne als YouTuber, ja, das ist schon richtig. Aber es wird auch die Tage wieder einen Livestream geben. Ich überlege gerade, ob ich den Livestream einfach jetzt hier hinter nach diese Folge packen soll. In der Woche muss ich mal noch überlegen. Nach Ostern jetzt einen Livestream machen sollte und soll. Und danach die Woche dann die nächste Folge raushauen soll. Dass ich vielleicht so ein bisschen mische, wenn kein Lost Place kommt. Dass ich dann hingehe quasi einmal sondeln, einmal Livestream, einmal sondeln. Und dann wieder Livestream, dass der Monat quasi gedeckt ist für die Wochen. Könnt ihr mir mal auch unten in die Kommentare schreiben. Und dann war es das jetzt von dieser Folge. Und ja, gut.
dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Also, oder beim Livestream. Also, vergesst das nicht. Wenn ich es mache, dann kündige ich es auf jeden Fall noch an. Und gut, das war's nun jetzt. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.